Wir brauchen hier ganz dringend Verstärkung. Und damit du diese in Zukunft besser leisten kannst, liefern wir dir heute interessante Hintergrundinformationen zu Maus au Chocolat. Viel Spaß! Punkt 1. Backrezepte. Für Schleckermäulchen ist der Wartebereich von Maus au Chocolat ein wahres Paradies. In den Räumen befinden sich unter anderem Rezepte für Winzertorte, Fächertorte, Gugelhupf, Kardinalschnitten, Schwarzwälder Kirschtorte und Budapester Schokoladenrücken. Vor allem im Wintertraum kann man sich hier wunderbar inspirieren lassen. Hast du schon mal eines der Backrezepte ausprobiert? Falls ja, bieten wir uns natürlich gerne als Tester an. Punkt 2. Hersteller. An der Entwicklung von Maus au Chocolat waren 4 verschiedene Firmen beteiligt. Fahrzeuge und Fahrsystem stammen von der im Jahr 1999 gegründeten niederländischen Firma ETF Ride Systems, die bereits für den Europapark, Walibi Belgien, Efteling und in den USA sogar für Disney tätig gewesen ist. Die 3D-Technik wurde vom belgischen Unternehmen Altaface realisiert, dessen Referenzen sich über den gesamten Globus verteilen. Für die Thematisierung war die Fake Film Construction GmbH tätig, die bereits öfter für das Phantaseland gearbeitet und bekannte Filme wie Das Experiment oder Das Parfüm mit Kulissen ausgestattet hat. Die Gestaltung der Böden dauerte 16 Tage und wurde von der Firma Studio Artwork übernommen, die übrigens auch für den Music Store in Köln-Kalk verantwortlich gewesen ist. Punkt 3. Köstliche Munition. Wenn du deinem Kontrahenten schon unterliegst, kannst du bei der nächsten Mäusejagd hoffentlich wenigstens mit der folgenden Information punkten. Verstehst du? Punkten. Bei den Schüssen, die man in Maus au Chocolat abfeuert, handelt es sich um Infrarotsignale, die an optische Sensoren hinter der Leinwand abgegeben werden, sodass die Anlagensteuerung die Position des Treffers ermitteln kann. Und falls diese Information doch nicht so fruchtet, wie wir dachten, kannst du dir bei der nächsten Fahrt auch gerne die einzelnen Räume etwas genauer anschauen, denn sie weisen viele versteckte Details auf. Punkt 4. Duftstoffverteiler. Es hat seine Gründe, warum du dir nach jeder Fahrt mit Maus au Chocolat einen riesigen Eisbecher im Eiscafé Annie Himmelreich gönnst. Und das wird der leckere Tortenduft sein, der in der gesamten Attraktion verteilt wird. Kannst du dir vorstellen, wie viele Verteiler notwendig sind, damit dir der köstliche Duft in der kompletten Tortenfabrik um die Nase weht? Wenn du nicht zufällig ein siamesischer Zwilling bist, hast du genauso viele Köpfe wie Maus au Chocolat Duftstoffverteiler hat. Punkt 5. Soundtrack. Der Soundtrack zu Maus au Chocolat ist eine Eigenkomposition, die in 2 verschiedenen Versionen erschienen ist. Es gibt ein kurzes Lied ohne Mausgeräusche und ein langes Lied mit Mausgeräuschen. Zur Eröffnung der Attraktion bot das Phantaseland beide Versionen auf seiner Homepage zum kostenlosen Download an. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die Mäuse nicht nur auf den Tischen tanzen, sondern auch über musikalisches Talent verfügen? Ab und zu geben sie eine ganz spezielle Version des 1904 geschriebenen Operettenliedes Berlin. Luft zum Besten. Das macht die Berliner Luft, 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 so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Normalerweise nehmen unsere Verabschiedungen etwas mehr Zeit ein, aber passend zur vorgestellten Attraktion kürzen wir sie heute ab. Und Ruhe in der Truhe. Bis zum nächsten Mal, deine Phantaseland-Infos.